Hallo und ein herzliches Willkommen. Ja, also als ich mich eingeloggt habe, ist gleich dieses Fenster aufgeploppt. Es gibt sehr kranke Tiere in deinem Tierpark. Weise deine Wärter an, die Gehege sofort zu säubern und die kranken Tiere zu pflegen. Ansonsten ordnen die Behörden die Abholung der Tiere und die Schließung des Tierparks an. Also wir scheinen ernsthafte Probleme zu haben hier. Es ist einfach übel. Huch, momentan irgendwie. Dabei haben wir ja schon Wärter. Nochmal gucken, ob wir da noch jemanden einstellen können. Jawohl. Ich würde dann nochmal einen einstellen. So, jetzt müssten wir ja eigentlich genug haben. Konnte man die nicht irgendwie auch zuordnen? Ja, oh, ist ja toll, dass du das so machst, aber freie Wärterstelle. Okay, ich habe irgendwie. Der ist auch noch frei. Irgendwie steige ich nicht so ganz durch. Machen die das nicht alleine? Ich muss mal eben gucken. Da war. Nee, kleines Personalforschungszentrum. Darüber kann ich nichts einstellen. Aber eigentlich sollten die das doch alleine machen, oder? Muss ich mich jetzt da jedes Mal drum kümmern? Okay. Aber hier ist ja alles eingestellt. Auf Sauberkeitsgrad machen wir mal höher. Jetzt haben wir genug Personal. Okay, und hoffen, dass es jetzt dadurch um einiges besser wird. Ich schicke da nochmal einen hin. So, jetzt haben wir da zwei und hier schicke ich auch nochmal einen zum Saubermachen hin. So, dann sollte das Ganze eigentlich passen. So, dann können wir mal gucken, wo wir nun weitermachen, was wir nun hier weitermachen. Wir haben jetzt ja einiges. Tieranzahl 4, Artenanzahl 2. Was ist das da? Deko und so. Wenn ich wüsste. Huch. Büffel, nicht genug Popularitätspunkte, um Futter zu kaufen. Okay. Das ist ja. Also wir sollten ein bisschen Geld sammeln. Ich werde gucken, dass die Futter bekommen, auf jeden Fall. Sauber machen, Futter bekommen. Das ist hier, dass die Viecher alle versorgt sind. So, und dann gucken wir mal, dass wir ein bisschen Geld zusammenkriegen. Deswegen stelle ich jetzt mal auf schnell. Popularitätspunkte und das sind aktuelle. Diese können individuell oder am Ende des Tages gesammelt werden. Okay, gut. Okay, gesammelt. Gesamteinnahmen, Gesamtkosten. Gesamtsumme. Besucher sind zufrieden. Deinen Besuchern gefallen die Erweiterung und die Versorgung mit Essen und Trinken. Okay. Alles klar. Und hier ist schon wieder nicht sauber. Ich verstehe das nicht. So, machen wir jetzt hier 80%. Ein Tier in deinem Tierpark ist sehr krank. Das darf nie passieren. Kümmere dich um sie, mache ihr Gehege sauber und pflege sie, wenn sie krank werden. Lass mich nicht im Stich, Sohn. Ja, aber ich weiß doch nicht welches. Das nicht. Ich suche ja schon. Auch nicht. Und wo ist das andere Tierchen? Da fehlt noch ein Koala, fehlt irgendwie. Oh, ich habe nur noch drei Tiere, ist eins gestorben. Oh, oder so. Ja, ne? Verdammt, ach, das gibt's doch nicht. Das ging jetzt echt schnell. Erwerbe ein neues Tier.
wurde von den Behörden entfernt. Das Tier war viel zu krank. Okay. Das ist also, man muss sich schon viel kümmern, habe ich so das Gefühl. Um die einzelnen Tiere. Was haben wir denn hier jetzt? Das will ich doch eigentlich gar nicht. Wo ist denn unser Koala? Da. Du bist Monika. Ach ja, das hätte ich ja auch wissen können am Namen schon alleine, ne? Du hast nicht genug... Oh. Was kostest du denn? 15.000. Jetzt kann ich ihn kaufen. Habe ich wahrscheinlich am Ende des Tages Minus. Aber letztendlich... Kevin, ja, Kevin passt. Letztendlich müssen wir den kaufen. Denn sonst haben wir nur Probleme mit den anderen Tieren. Mal eben gucken. Tier spenden, Tier bewegen. Nö, alles gut, glaube ich. Kevin Koala Bär fühlt sich sehr wohl. Okay. Okay, ich sollte immer so ein bisschen hier auf den, auf die Meldungen achten, glaube ich. Denn da wird mir wahrscheinlich auch angezeigt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. So, was machen wir denn nun als Nächstes? Was machen wir als Nächstes? Wir könnten noch ein Gehege bauen, wenn wir denn genug Punkte hätten. Da wir die nicht haben, stelle ich nochmal hier auf rasend schnell, um einfach zu gucken, dass wir ein bisschen Popularitätspunkte kriegen, dass wir die nächsten Tiere bauen können. Was haben wir denn noch? Wir haben kaltes Klima, haben wir noch nichts, haben wir auch gar nichts. Australien hätten wir noch Kängurus. Auch die Kojoten, genau. Betonzaun, kleiner Drahtzaun, Holzzaun. Kojoten. Kojoten finde ich gut. Das war Afrika? Nee, oder? Ach, jetzt habe ich vergessen, welche. Wo denn die Tiere waren? Amerika. Okay. Amerika. Betonzaun. Kojote, das wäre was. Kleiner Betonzaun nicht. Aber es ging doch auch dieser Holzzaun, den finde ich aber doof. Kojote, kleiner Drahtzaun. Der ist schön. Irma, ein afrikanischer Büffel, ist krank. Manche Tiere sind krank, aber sonst sind alle zufrieden. Gehege zu klein. Ich will gar nichts einsetzen. Ich will die eigentlich nur pflegen. Und ich frage mich ernsthaft, warum das die Wärter nicht tun. Tier geheilt. Okay. Ein Koala-Bär ist krank. Wo seid ihr denn schon wieder? Koalas. Wie kann ich euch denn besser einsehen? Da geht das nicht. Bewegt euch mal. So. Rehabilitieren machen wir jetzt erstmal nicht. So. Auch Tier geheilt, Tier geheilt. Okay. Alles klar. Habe ich da irgendwie was von den Wärtern nicht so ganz verstanden, was die machen, was die nicht machen? Können wir da auch andere Leute einstellen? Oder gehen nur Dings momentan nur Wärter? Wahrscheinlich. Okay, wir stellen nochmal auf schneller. So, okay. Jetzt haben wir ein paar Punkte, aber nicht so mega viele.
Tierpark geöffnet. Da geht's los. Vielleicht sollten wir noch einen Stand oder irgendwas bauen. Verkäufer einstellen, genau. Ein Café habe ich noch keins, aber die waren noch so teuer, ne? 10.000. Ist schon wieder einer krank hier. Und das ist schon echt nervig, dass man das alles selber machen muss. Allerdings, ja, ist es eigentlich auch in Ordnung. Denn wenn man nicht unbedingt auf schnell stellt, dann kommt man da ja ganz gut hinterher. Ich würde das jetzt erstmal lassen mit was kaufen, denn ich würde gerne ein neues Tiergehege machen. Und hier machen wir mal auf 90%. Jetzt ist alles im grünen Bereich. So, und hier packen wir das auch auf 90% und Futterversorgung auch. Und hier auch die Futterversorgung. Letztendlich haben wir sowieso so viel Personal, dass das ja völlig egal ist. Tier geheilt. Okay, alles klar. Das passt. Als nächstes wollte ich dann jetzt ja ganz gerne die Dings machen. Die Kojoten. Die würde ich hier hinterpacken. Würde ich sagen, machen wir. Ja, machen wir, sobald wir das ganze Zeug kriegen. Tierparktore sind geschlossen heute. Keine Besucher mehr möglich. Okay. Besucher sind zufrieden. Manche Tiere sind krank. Gesammelt durch Tierbeobachtung. Popularitätspunkte. Naja, war ja nicht so viel, ne? Okay, gut. Wir stellen wieder auf schnell. Kevin ist schon wieder krank. Dann heilen wir Kevin mal wieder. So. Dann, dann machen wir das hier. Aus, ne, Australien nicht. Amerika war das. Und zwar wollte ich den da, ne? Achso, ich habe gar nicht geguckt, wie viel Platz die brauchen. Da muss ich erstmal nachgucken. Kojote 5. Amerika. 5 brauchen einen Kojote. Dann kann ich hier wie viele reinpacken? 4, ne? Finde ich ein bisschen wenig. Machen wir. Ja, das will ich bauen. Danke. Kostet mich das gar nicht wirklich was? Nee, oder? Doch, 3.900. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was die brauchen. Obwohl, wird mir das schon vorher angezeigt? Nee, ne? Kojote. Fleisch. Tierinfotext anzeigen. Der Kojote ist eine Hundeart, die in Nord- und Mittelamerika lebt. Normalerweise haben sie eine Länge von 76 bis 86 cm und sie fressen kleine Tiere. Kojoten bringen in einem Wurf durchschnittlich 6 Welpen zur Welt. In Ausnahmefällen können dies aber auch bis zu 19 Welpen sein. Leider bleiben 50 bis 70% der Welpen das Erwachsenen, erreichen die das Erwachsenenalter nicht. Okay, gut, das bringt uns jetzt nicht weiter. So gar nicht. Was kostet einer? 13.000, da können wir auch nur einkaufen im Moment. Das sollten wir uns noch überlegen, das noch nicht zu tun. Hier ist alles gut. Das ist Sauberkeit des Geheges in Prozent. Und das ist Futterfüllung in Prozent. Hallo? Was ist hier los? Also echt jetzt? So geht das nicht. So, wir stellen wieder auf schnell, damit es schnell Tag wird und wir wieder schnell Geld kriegen. Irma ist krank. Irma, wo ist Irma? Da, heilen. Tier geheilt. Okay. So, bei hier müssen wir noch einen Weg dran machen. Den können wir schon bauen. Wir hatten uns jetzt dafür den da entschieden irgendwie, ne? Was?
Tierrettungsaufgabe. Ein Weibchen-Tapir wurde aus einer privaten Haltung gerettet. Wenn du dieses Tier retten willst, musst du die beste Umgebung für ihn bieten. Baue ein entsprechendes Gehege für das Tier. Du hast 24 Stunden, bevor es das Tapir ankommt. Wenn es dir gelingt, spendet ein Wohltäter 14.000 Sympathiepunkte. Größe 3, Betonzaun, großer Drahtzaun, kleiner Drahtzaun. Na, dann nehmen wir doch gleich das hier. Blätter und Obst. Wasserbecken und so. Okay, Moment, stopp. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit. Wasserbecken. Ich weiß nicht, wie viel Tapire brauchen. Aber ich finde es gut. Dann machen wir halt hier einfach jetzt einen Tapir Dings draus. Wasser ist auch schon fertig. Ich stelle genügend Pflanzen in das Gehege. Ich weiß nur nicht, welche Pflanzen. Ja, was ist denn ein Tapir? Das ist echt blöd. Futterplätze. Okay, Futterplätze mit Obst und Blätter kriegen wir hin. Futterplatz. Obst und Blätter. Eukalyptus, Bambus, Fisch. Obst. Und Blätter. Das ist Gras, Heu, Insekten, Blätter. So. Pflanzen. Aber was für Pflanzen? Wasserbedarf klein, okay. Ein Tapir. Was braucht ein Tapir für Pflanzen? Wahrscheinlich das gleiche wie ein Kojote. Das wird Amerika sein dann in dem Fall, ne? Moment mal. Ja, ich denke... Moment, ich will mal eben schnell was gucken. Zaun bauen. Amerika. Kleiner Betonzaun. Wir haben kleinen Drahtzaun. Das Tapir dabei, ne? Das ist also Amerika. Dann können wir auch Pflanzen aus Amerika nehmen. Das ist okay. Das war da. Amerikanische Ulme. Die Ulme. Eine Ulme ist was Tolles. So, genau. Richtig schön groß. Das reicht aber anscheinend noch nicht. Was haben wir hier noch an Pflanzen? Das hier noch? So, und jetzt? Ja! Geschafft! Ist das nicht super? So, also haben wir hier kein Kojotengehege, sondern ein Tapirgehege. Auch das ist völlig in Ordnung. Ich würde jetzt hier noch gerne ein bisschen Deko hinmachen. Hier. Und hier. Und da in die Mitte würde ich dann einen Verkäufer setzen, den Kaffeestand. Hier. Gratuliere, Aufgabe fertig. 5. Platziere alle 4 Verkaufsgebäudearten. Belohnung, alle Verkaufsgebäude freigeschaltet. Du hast nicht genug Popularitätspunkte. Ich will doch auch gar nichts kaufen. Hotdogstand, Eisstand, Zeitungsstand. Oh, jetzt haben wir einige. Ein Trinkbrunnen. Okay. Das ist ja nicht wirklich groß. Okay, gut. Dann wissen wir das ja erstmal. Ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal, Moment, hier gucken. Ja, alles gut. Erstmal den Part beenden. Und wir machen dann im nächsten weiter und warten auf die Ankunft unseres Tapirs. Also bis denn. Ciao, ciao.